Ja, mein Samulakas-Mescher ist hier und bevor ich die letzte Woche zeige, in der das Wichtigste für mich das Vorstellungsgespräch war, wo es um ein Jahrespraktikum nach meiner Schullaufbahn geht, wollte ich noch kurz anmerken, dass ich mich mehr aufs Abitur fokussieren muss, da die Planung nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss einen Tick mehr Zeit investieren. Dementsprechend Fitnessvideos werden kommen, und zwar jeden Sonntag 17.30 Uhr und jeden Freitag 17.30 Uhr oder Mittwoch 17.30 Uhr, muss man schauen, wird ein Vlog kommen. Das heißt, ich schaffe es, zweimal die Woche zu uploaden, nicht mal dreimal, und der Vlog ist unregelmäßig. Aber Sonntag 17.30 Uhr auf jeden Fall immer Fitnessvideo, die nehme ich morgen auf. Samulakas Mischa ist hier, willkommen zurück zum neuen Vlog. Nach dem Wintertrainingslager und nach dem Köln-Vlog, der übrigens heute online gegangen ist. Heißt, der ist vor einer Woche online gegangen, könnt ihr euch den mal anschauen auf meinem Kanal. Aber das ist nicht der Grund, warum ich die Kamera schon angemacht habe und Sonntag anfange zu vloggen und nicht am Montag. Denn endlich hat sich meine Mail-Applikation geöffnet und schreibt Smash Gym Trainingsplan im Titel, genauso wie ich es hier einprogrammiert habe. Das heißt, das Einzige, was noch nicht funktioniert, ist, dass ich einen Pfeil dran hänge. Ist insofern scheiße, weil die komplette Mail-Funktion einfach nur dafür zuständig sein soll, Pfeil hin und her zu schicken. Aber das ist das kleinste Problem. Ich habe nämlich noch gar keinen Pfeil drin. Das war nur 0. Das heißt, ich muss gucken, wo dann der Fehler liegt. Und dann wird Smash Gym auch schon wieder einen Schritt weiter sein. Juhu, Bibi. Da ist die Datei. Da ist der Trainingsplan drin, den ich erstellt habe in der App. Das Lustige ist, im Code war natürlich der Fehler. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ist klar. Ich hatte hier den Pfad, wo die Datei liegt, habe aber kein Slash gemacht, dass er in den Unterordner geht, beziehungsweise in dem Ordner dann guckt. Dann hat er gedacht, das wäre eine Datei. Aber ja, kleiner Fehler, habe ich jetzt raus. Und jetzt sollte ich das Ding verschicken können. Das können wir einfach mal live ausprobieren. Ich schicke mir das einfach mal selbst. So, send. Und jetzt sollte ich gleich eine Mail bekommen, in der ich mir meinen Trainingsplan zugeschickt habe. Ja, da ist er. Mein Trainingsplan. Wenn ich es jetzt auch hinkriege, dass ich, wenn ich die Datei vom Handy öffne, Smash Gym als Start-App benutzt wird, beziehungsweise einfach nur als Möglichkeit verfügbar ist, um die Datei zu öffnen, dann kann ich den Trainingsplan auch in die App einladen und ihr könnt euch Trainingspläne mit euren Freunden hin und her schicken, austauschen und so weiter. Ja, einen Tag mehr und es funktioniert endlich. Wir können ja mal den Plan hier löschen. Und jetzt seht ihr, wir haben keinen Plan mehr. Siehst du, ja. Gehen wir mal kurz in meine E-Mail rein, die ich mir geschickt habe, und öffnen den Plan in Smash Gym. Ja, hier ist noch kein ordentliches Logo, aber öffnen wir den. Oh, da ist er. Training starten. Der ist da. Hey, das ist so geil! Endlich funktioniert das, wo ich die ganze Zeit mit gestruggelt habe. Problem war, ich musste einen Screenreader und keinen File-Stream benutzen, um das auszulesen. Hatte da ein Problem, dass ich da auf dem Pfad nicht lesen durfte, irgendwie sowas. Zugriff verweigert, keine Ahnung. Aber endlich funktioniert das, das ist so geil! Das heißt, du konntest jetzt deinem Freund einen Trainingsplan per Mail schicken, den du erstellt hast, und er könnte ihn ausführen und konnte seinen Trainingsplan teilen und so weiter. Richtig geil. Jetzt muss er noch auf Android laufen, weil aktuell funktioniert es nur auf iOS. Bin die ganze Zeit nur am Rotzen und so weiter, deswegen war ich in der Schule gewesen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Physik lernen, dass ich dann fürs Abi vorbereitet bin. Mal schauen, ob ich dann nachher in der App weitermache, ein paar YouTube-Videos mache, mal schauen. Ich werde gucken, weil ich kann mit der Stimme hier eigentlich schlecht YouTube-Videos aufnehmen, deswegen mal schauen, was ich mache. Ich habe echt keine Ahnung, ich bin echt halb tot. Ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden oder so gelernt. Kurze Pause davon. Hardware, WOT, PC, Lernzeug. Hier bin ich gerade dabei, Informationen rauszusuchen, um dann morgen für ein Vorstellungsgespräch gut gewappnet zu sein. Also ich suche Informationen über das Unternehmen und wenn ich weiß, wer in dem Gespräch mit drin sitzt, auch über die Person ein bisschen was rauszufinden, keine Ahnung, ob die LinkedIn-Account haben, Insta, keine Ahnung, Facebook, ob man da was findet, irgendwelche Informationen, dass man irgendwie darauf eingehen kann im Gespräch, wenn es denn notwendig wäre oder so, dass man da weiß, mit wem man in einem Raum sitzt. Natürlich dann noch Informationen über das Unternehmen, was machen die und so weiter, was bieten die an, wie sieht das aus und so weiter und so fort. Dass ich dann morgen vorbereitet in mein Gespräch gehe. Natürlich überlege ich mir noch, was für Fragen könnten sie stellen und was für Antworten habe ich da. Dann werde ich aber nicht pro Frage eine Antwort mir parat legen, sondern pro Kategorie. Also ich werde mir Fragen raussuchen, könnte sowas sein wie, ja, was machst du freizeitlich oder hast du schon Erfahrung in dem Bereich und so weiter und so fort. Dann geht es einmal um Freizeit und Erfahrung, dann habe ich die Kategorien.
Und jede Frage, die gestellt wird, trifft ja auf eine der Kategorien. Und ich gebe dann einfach die Standardantwort, die ich dazu dann mir vorbereitet habe. Das heißt, selbst wenn die Frage nicht heißt, ja, was machst du in deiner Freizeit, sondern was für Hobbys hast du oder was machst du außerhalb des Berufs, was machst du außerhalb der Schule, dann trifft es ja alles genau den Punkt, obwohl die Frage anders gestellt ist. Das sind so die Dinge, die ich jetzt machen werde, wo ich mich vorbereite. Dann mal schauen, was ich tue. Let's go! Buch über Finanzen, Wirtschaft und so weiter, Geld, Geldphilosophie. Aber da bin ich noch relativ am Anfang. Steve Jobs Buch habe ich ja jetzt durch über Präsentation. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Präsentationsarten von Steve Jobs Buch, was ich da vorgelesen habe. PC fährt hoch, Philipp ist da endlich am Zocken, Dinger, ganz entspannt. Ich habe vorher noch 45 Minuten gelesen, habe ich euch ja gesagt, das Buch ist ziemlich geil, da geht es darum, letztendlich Geld für einen arbeiten zu lassen, die Regeln, wie man Geld aufbauen kann. Das Buch ist von den 1920ern, irgendwie 1926 oder so. Und das Coole daran ist, es ist einfach komplett Meta, es ist komplett übergeordnet, komplett Regel, nicht so spezifisch, wie ich kaufe jetzt den Fonds, kaufe die Aktie, das Unternehmen, die ist das, kaufe jetzt Aktie, sondern komplett übergeordnet, komplett zurückgezogen, keine Ahnung, Blick aus dem Weltall auf die Erde so gefühlt und nicht Blick aus der Innenstadt auf die Stadt, so nach dem Prinzip, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Geilste daran, wenn man einen Kühlschrank im Zimmer hat, ist einfach, dass man morgens aufstehen kann, seinen Joghurt mit seinen Früchten essen kann, ohne jemals runtergegangen zu sein. Ich bin gerade ganz entspannt auf dem Weg zu dem Vorstellungsgespräch und werde auch gleich mal Philipp treffen, der ist wegen dem Hochschulinformationszentrum hier in Frankfurt. Ja, ganz entspannter Weg. Und was ich auf dem Weg gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen weiter programmiert. Kleines Feature in meinem 5-Minuten-Workout, also eine halbe Minute jeweils, eine halbe Minute Pause danach. Am besten zu implementieren, das habe ich angefangen. Und zwei Videos gab es noch geschrieben. Ich habe schon viele Burger gegessen. Hatte noch einen 2-für-1-Gutschein, das heißt, wir haben die Hälfte gezahlt. Das war richtig entspannt. Jetzt geht's ab. Ich bin gerade dreimal angekommen und es geht direkt wieder weiter. Ich fahre jetzt direkt zur Gitarre. Und ja, hab da ein bisschen Verspätung gehabt, deswegen ist es jetzt ein bisschen sehr stressig. Pack jetzt noch mal Zeug ein hier unten. Gitarre, Zerra, Kabel und sowas. Dann geht's direkt weiter und dann erzähl ich hinterher noch ein bisschen was, wie das Gespräch war, ist das Ananas. Gitarrenstunde war genial, ich spiele momentan Metallica, The Unforgiven. Das ist ein geniales Lied, könnt ihr euch mal anhören. Und bevor ich hier weiter Physik lerne, noch ein kurzes Update zu dem Vorstellungsgespräch. Ich hatte ja gesagt, ich habe mich darauf vorbereitet. Vorbereitet hat bei mir bedeutet, ich habe mir die Personen angeguckt, grob, was man dazu gefunden hat. War jetzt nicht viel online, aber gut, man hat es versucht. Aber Fragen. Ich habe mir überlegt, was für Fragen können Sie stellen. Gut, in der Bewerbung steht, dass ich in die ETH nach Zürich will. Bedeutet, die Frage wird kommen, ja, warum willst du dahin? Warum Zürich? Warum die ETH? Dann kann ich ganz einfach sagen, ja, das darum, will ich auf die ETH. Vorbereitete Antwort. Dann kommt die Frage, ja, warum interessierst du dich für Informatik? Wie kamst du zur Informatik? Wie kamst du dazu? Wie lange und so weiter? Was machst du freizeitlich? Gut, ich habe angegeben, dass ich schon ein bisschen programmiert habe und so weiter, dies, das. Und mich für IT-Sicherheit interessieren. Dann kommen natürlich die Fragen, ja, was hast du so für Erfahrungen im Programmieren? Wie alt bist du letztendlich? Konnte ich die App zeigen? Konnte ein Schulprojekt nennen? Blackjack, was ich gemacht habe, objektorientiert. Dann zur IT-Sicherheit. Du interessierst dich dafür, ja gut, was weißt du denn? Und so weiter. Und dann kommst du so grob und fängst an, so kurz und knapp das Ganze mal aufzulisten, was du kannst. Da musst du aber aufpassen, dass das dezent ist. Also du darfst jetzt nicht anfangen und sagen, ey, ja, ich hab die App, das ist richtig geil und sowas. Musst es dezent machen. Ich hatte gesagt, wir müssen das Schulzeug, Projektorientierung in der Schule gemacht, Programmierung und bin hobbymäßig auch dabei, das zu machen. Hab mir bei meinem Schulprojekt gedacht, ja, ich hab da keinen Bock drauf, tut mir leid, das in Java zu machen, ich mach das in C#, hab dann Blackjack gemacht und ja, beschäftige mich freizeitlich halt auch noch mit Programmieren und benutze momentan Xamarin Forms Framework, um mobil zu entwickeln, weil mich das momentan sehr interessiert. Mobile Entwicklung. Gut, die haben da mitgeschrieben, Xamarin Forms, Xamarin Framework, dass ich das halt als Erfahrung habe. Und dann ist so eine kurze Pause gemacht, dann gerade, mir fällt gerade ein, ich kann, ja, das ist sowas, was ich gerade mache, habe meine App rausgenommen, hingelegt, habe kurz und knapp einfach nur gesagt, ja, damit will ich mir mein Training einfacher machen und Training starten gedrückt, kommt eine Übersicht. Kurz gezeigt, wie das funktioniert, alles innerhalb von einer Minute. Diese kurze Demo gemacht von der App und dann gesagt, ja, das ist das, woran ich gerade meine Freizeit arbeite. Und dann einfach so stehen lassen.
dann hast du nicht angegeben. Du hast nur grob dezent gezeigt, das hast du drauf, das hast du auf dem Kasten. Den Rest spielst du bei dir in den Kopf ab. Das sind so coole Sachen, wie man das Ganze machen kann, mit Vorstellungsgesprächen und so weiter, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man so weiß, die Fragen werden kommen. Beispielsweise die Frage, ich Abi fertig, was willst du nach dem Abi machen? Willst du direkt Praktikum machen? Willst du nicht irgendwie reisen oder sowas? Dann musst du dich halt da sowas darauf vorbereitet haben, hast eine vorgefertigte Antwort in die Kategorien. Und du musst nicht mal das ausgeschrieben haben oder auswendig gelernt haben. Also ich bin immer jemand, ich gehe mehr nach Stichpunkten, mehr nach Spontanität, weil ich dann einfach die besseren Worte finde und so weiter als auswendig gelernt. Wenn du das aber eher nicht so kannst oder wenn es dir nicht so liegt, wenn das nicht so deine Art ist, weil du musst ja letztendlich machen, was dir am besten gefällt, was für dich am besten passt, dann schreib für dich Antworten auf. Wenn du es nach Kategorien ordnest, sind es vielleicht 7 Stück oder sowas, 10 Stück. Die lernst du dann auswendig und dann kannst du die runterrattern. So bereitest du dich auf ein Vorstellungsgespräch vor. Physik-Abi mal wieder. Ist am Start. Ich bin gerade am Anfang der Q2. Und draußen schneit's. Ist nur scheiße, weil ich noch leicht erkältet bin, deswegen wahrscheinlich nicht in Schnee gehen sollte. Aber ich hoffe, dass da noch irgendwie so 10, 15 cm fallen. Und das wäre richtig geil. Kann Schneeengel machen oder sonst irgendeine Scheiße. Hier ein bisschen Recherche machen für eine Smash-Fed-Episode über Ernährung. Das wird so von Season 3. Das übergeordnete Thema. Ich habe hier schon ein paar Skripts und bin dann gerade dabei, 5. Episode zu machen, Ernährungsplan erstellen. CSGO Miner gucken, zur Vorbereitung, um Hype zu bauen aus Major. Und Abi! Diesmal nicht Physik, sondern Povi. Und es hat aufgehört zu schneiden. Ich bin hier dabei, Bilder rauszusuchen. Das Ziel davon ist dann hier so Präsentationen zu bauen. Wenn ich jetzt hier mal reingehe in Episode 1 beispielsweise. Ich bin von Smash Fit Season 3. Da bin ich gerade dabei, Präsentationen zu bauen, dass ich die auf der einen Seite vom Bildschirm habe und dann auf der anderen Seite rede ich mehr oder weniger. So wie in Episode 5 von Season 2. Und wenn ich hier so die Bilder durchgehe, zu lange was erzähle, dass es halt ein bisschen visueller ist, als wenn ich da einfach nur sitze und rede. Und da kann man ja immer noch dementsprechend dann Bioload oder so drüber legen. Da bin ich gerade dabei, hier die Scheiße dann rauszusuchen. Ganz entspannt hier noch am Coden, die ist das, wenn man bin gerade dabei, meinen 5-Minuten-Workout-Feature da rein zu coden, dass das Ganze dann auch da ist. Wenn man dann unter Gym auf 5-Minuten-Workout drückt und dann hier eingibt, 3 Übungen, 30 Sekunden, die ist das, anders. Ja, man, eben mal ein bisschen CS gezockt, teilweise gedrückt, teilweise nicht, egal, du bist Bescheid. Läuft nicht immer. Und ich habe am Anfang vom Video schon gesagt, dass die nächsten Uploads ein bisschen anders werden als jetzt die dreimal die Woche. Ich habe mir überlegt, dass ich mich noch mehr aufs Abi fokussieren muss. Ich mache momentan ja relativ wenig, also 1 Stunde pro Tag vielleicht, 2 Stunden pro Tag vielleicht. Ist zu wenig, ich komme nicht gut durch. Ich bin ungefähr ein halbes Halbjahr hinter Plan, also ich habe noch diese eine Woche Puffer dann nach noch, wenn ich jetzt in 2 Wochen ein Halbjahr schaffe. Aber ich merke halt, dass ich es nicht so schaffe, wie ich es gerade mache. Dementsprechend mehr Schule. Ich werde morgen, am 25. am Freitag, versuchen, so viele YouTube-Videos wie möglich aufzunehmen, Fitnessbereich, dass die dann kommen. Ich werde versuchen, weiter zu vloggen. Ich kann noch nicht sagen, dass der wirklich jeden Freitag 17:30 droppt. Kann dann auch sein, dass ich die Episode aufgenommen habe oder eine Woche später schneide und die dann eine Woche später kommt und wir dann so ein bisschen Delay drin haben. Keine Ahnung, ich werde sehen. Ich hoffe, ihr versteht das. Abi ist dann wichtiger. Nach dem Abi geht es dann wieder richtig hart rein. YouTube und so weiter. Wenn euch das Ganze hier irgendwie gefällt, so ein bisschen das Prozess dokumentieren, wenn ihr Anmerkungen habt, dies, das, Ananas, Kommentare, teilt das Video, abonniert rein. Ich weiß, dass nur 50% von euch überhaupt abonniert haben. Also haut rein, macht's gut, smash das Gym. Sub rein, hier sind auch noch 2 Videos, die du gucken kannst. Das neueste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert. Also das, was bei mir gerade abgeht. Oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare. Dann mache ich da auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die 2 Videos an.